das Kennzeichen ist geil. New Ho. Ich hätte gern 2 Avocado McMuffin, bitte. Ja, das war's? Das war's, ja. Ja, klasse. Und von 4,78. Jo. Okay. Moin. Ein bisschen später aufgewacht. Wir haben es jetzt tatsächlich 10.57 Uhr. Ich habe wahrscheinlich noch das letzte Frühstück gekriegt hier vor Ort. Ich habe mir jetzt mal hier so ein, also nicht, dass ich jetzt bevorzugt bei McDonald's frühstücke, aber ich habe mir jetzt mal so ein Avocado McMuffin geholt. Ich kenne die auch schon. Die schmecken auch tatsächlich relativ gut. Der hier ist ein bisschen schlampig zusammengebaut. Aber es wird wahrscheinlich trotzdem irgendwie in die Figur gehen. So nebenbei, worum geht es eigentlich heute? Es geht nämlich darum, dass ich aus diesem Auto hier, naja, ein Wohnmobil kann man nicht sagen, aber ich habe eine gute Schlafgelegenheit gebaut. Und das bei einem normalen Standard-Golf und kein Variant. Dafür musste aber auch die Rückbank raus. Das ist der Nachteil an diesem kleinen Umbau. Alles, was in der Karre ist, muss jetzt erstmal raus. Alles. Alles raus ist, müssen die vorderen, also die Passagiersitze, nach hinten gestellt werden. So, jetzt kann auch schon die erste Ebene wieder rein, die quasi hier über diese Sitze rüberkommt. Jetzt kommt sehr passgenau das Kofferraumteil hier rein. Saugend schmatzend, quasi eingerastet. Und jetzt müssen im Prinzip noch die vorderen Platten eingebaut werden. Da gibt es leider nur genau eine Möglichkeit bei der vorne links, weil hier das Lenkrad ist. Da kriegt man es nicht hier durch die Fahrertür rein, sondern ich muss es von hinten einbauen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Dafür, damit diese Platten hier überhaupt liegen können, weil die können ja hier schlecht auf dem Schaltknüppel liegen, und das ist auch kein großes Brett, das wäre hier nicht reingegangen. Ich musste es unterteilen und ich musste dafür hier so ein kleines Tischlein bauen. Das ist das kleine Tischlein, um das es geht. Das sieht hier so ein bisschen aus wie nicht ganz gerade geschnitten. Aber da ist der Boden einfach nicht ganz gerade und der passt sich da so ein bisschen den Boden an. Da habe ich lange geschliffen, bis er wirklich genau diese Standposition hatte, die er sollte. Und damit das von diesem Tisch auch nicht runterglitscht,
habe ich mir hier so eine kleine Puzzle-Konstruktion überlegt, damit das ineinander greift. Die Bretter haben gleich auf der anderen Seite genauso eine Aussparung, die hier genau reingreift. Und dann wird quasi der Tisch von oben festgehalten oder beziehungsweise der Tisch hält die Platten von unten fest, je nachdem, wie man es sehen möchte. Damit das alles ganz gut läuft, muss ich hier trotzdem einmal auf Leerlauf schalten und sicherheitshalber nehme ich auch immer noch mal dieses Radio-Element hier weg, damit das nicht beschädigt wird. Weil es ist doch alles so ein bisschen knapp gebaut, sag ich jetzt mal. So, Platte ist drin. Und jetzt, hier sind auch so Puzzleteile, wie man schon sehen kann. Jetzt muss ich einmal hier hinten die Nase unter die Platte kriegen. Da ist er eingerastet, der Tisch. Jetzt nochmal ein bisschen gerade stellen. Es knarzt alles so ein bisschen. Noch, jetzt nicht mehr. Aber das ist alles normal. So. Nun die zweite Platte. Die muss jetzt auch so reingedreht werden. Also die muss hier hinten drunter. Und dann so reingedreht werden. Und dann sind ja hier, wie ich schon gesagt habe, diese Puzzle-Verschlüsse. Da muss das quasi so ein bisschen rangedrückt. Zusammengezogen. Das ist auch sehr saugend schmatzend. Und auch hier vorne muss das in den Tisch richtig einrasten. Das ist es jetzt. Ich glaube, ich habe vergessen, die Parkbremse anzuziehen. So. So. Und ready ist im Prinzip der Schlafplatz. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die habe ich jetzt rausgeschmissen für den Umbau. Die habe ich jetzt, wo ich jetzt gesagt habe, alles muss raus. Das ist kein Problem. Also auch die Hutablage, die wir haben. Die Füße passen hier wunderbar drunter. Wenn ich jetzt die Füße hochstelle und möchte, gut, aber ich habe auch Schuhgröße 45 oder 46 oder so. Und wenn ich jetzt möchte, kann ich mit den Füßen so ein bisschen die Hutablage hochdrücken und damit spielen. Aber wenn ich die Füße im entspannten Zustand lasse, dann kommen die da nicht dran. Dann sieht man hier vielleicht, wenn ich die Füße im entspannten Zustand in der Rückenposition habe, dann kommen die da nicht dran. Und wenn man zu weit unten liegt, dann kommt man da manchmal gegen. Aber ansonsten kann ich mich hier komplett drunter drehen. Und ich komme nicht mit den Füßen gegen diese Hutablage. Und hier kann man seine Klamotten rauflegen oder irgendwie was anderes. Und dann kann man sich hier sogar zu zweit in diesem Auto irgendwie ausbreiten. Und hier ist es quasi so, hier ist noch so ein bisschen zusätzliche Stellfläche. Ich lasse hier zum Beispiel immer eine Kühlbox stehen. Das ist so eine, wie man bei jedem Rewe-Markt oder Penny-Markt oder so hinterher, so eine handelsübliche Kühlbox, die passt hier noch hin. Und da habe ich dann gekühlte Getränke zum Beispiel drin oder so. Das heißt, ich kaufe einmal irgendwie bei Rewe ein paar Getränke, stell die da alle rein, hau noch so einen Sack Crushed Eis rüber und perfekt. Und das hält meistens für ein ganzes Wochenende tatsächlich kühl. Und bezüglich des ganzen Krams, der jetzt natürlich noch draußen liegt. Hier zum Beispiel könnte mein Skateboard hin.
Da drüben würde der Regenschirm noch hinpassen. Und was weiß ich, noch ein kleiner Campinggrill oder so. Vielleicht noch ein Rucksack könnte da noch runter. Hier hinten haben wir nicht mehr viel Platz. Also hier ist neben der Kopfstütze noch so ein paar kleine Nischen-Ecken, wo man was hintun könnte. Hier unten habe ich natürlich auch noch alles vollgerümpelt. Hier sind noch so ein paar Becher. Da ist da noch so ein Notskateboard, noch so ein Sitz. So ein bisschen Kleinkram. Irgendwie eine Mülltüte, die man füllen kann, falls man mal unterwegs ist. Hier unten habe ich jetzt zum Beispiel tatsächlich noch so einen kleinen Campinggrill gefunden. Der passt da auch noch wunderbar hin, ist da auch noch drunter. Und natürlich zu guter Letzt haben wir hier auch noch die Fußräume, die auch noch Stauplatz haben. Ja, was gibt's denn zu meckern im Gegensatz zu einem T6 zum Beispiel? Also ein T6 hat auch kein Klo. Gut, wir haben hier keine Küche, aber man könnte sich einen Campingkocher mitnehmen. Das sehe ich jetzt nicht als großes Problem. Aufrecht sitzen. Dieser VW hier ist nämlich mit einem elektrischen Schiebedach ausgestattet. D.H. Wir stellen mal eben auf. Ah. Und so könnten wir uns rein theoretisch morgens, wenn wir wach sind, auch mal wunderbar einmal hinsetzen, mal rausgucken, wer ist denn überhaupt schon alles wach. Man könnte sich hier rein theoretisch auch hinknien und sich umziehen. So irgendwie, so tüdelü, so bis man dann komplett angezogen ist. Geht alles wunderbar durch das Dach hindurch. Und man hat sogar, wenn man hier quasi mit dem Kopf liegt, was ich auf dieser Seite auch tue, dann hat man eine Möglichkeit, um rauszugucken und sich die Sterne anzuschauen vielleicht oder irgendwie was anderes. Nächste Frage. Was ist eigentlich, wenn man morgens länger schlafen will? Ja, die Frage kann ich auch beantworten tatsächlich. Ich habe alles das hier, da kann man sich Meterware im Internet bestellen und habe ich so einen Quatsch hier gemacht. So wie ihr es jetzt hinter mir gerade seht, also man sieht wahrscheinlich gar nichts. Das Ding hier ist noch für die Heckklappe. Ansonsten wäre genau das hinter mir jetzt das Setup, falls man im Auto schlafen möchte. Ja, beim letzten Mal TÜV wurden die Kotflügel beanstandet, weil sie leicht durchgerostet waren. Da ich aber keine Lust hatte, viel Geld auszugeben, sind es jetzt unlackierte Kotflügel geworden. Ich kann auch die Holzkonstruktion gerne einmal von unten zeigen. Der ganze Kram hier quasi eingeräumt. Also der mittlere Teil und der Kofferraumteil, die sind drin. Die Matratze ist drauf bzw. einmal umgeklappt. Die beiden Tische kommen direkt dahinter. Das hält zwar theoretisch schon durch die Matratze so, aber ich habe noch so ein Spannnetz, dass ich da auch immer noch mal zwischenspannen, damit das noch ein bisschen besser hält. Hier quasi so ein Spannnetz, das spanne ich dann noch einmal vor die Teile, sodass die quasi so ein bisschen an den Kofferraumdeckel rangedrückt werden, dann ist da weniger Bewegung drin. Das gefällt mir ein bisschen besser. Das Tischchen hier verschwindet quasi unter dem Mittelbrett, sage ich jetzt einfach mal. Da, wo sonst die Lehnen sind, da ist jetzt Platz für dieses Tischchen. Und hier kann jetzt noch die Hutablage mit den Sonnenblenden drüber und dann bin ich wieder abreisebereit.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe den einen oder anderen inspiriert, vielleicht sowas nachzubauen oder irgendwie was. Falls ihr noch Fragen habt oder so, einfach mal in den Kommentaren fragen. Ich versuche es zu beantworten, soweit ich das denn kann oder gemacht habe oder wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Drive-by. Yeet!